schön. So, fragen wir mal an der Bar hier, wa? Vielleicht ist Whisky, jawohl. Erstmal schön einschlucken. Whisky pur, kein Eis. Und Rinnenhals. Jawohl. So, ja, wie kommt man denn nun eigentlich zu Gordy? Ist hier noch irgendwas? Aha, diverse kleine Schächtelchen. Hey, Mann, haben Sie was für mich? Sehe ich vielleicht wie lila aus? Verpiss dich! Ja, besser ist das. So, ja, hier bei der Gruppe? Nee. Alles schön chillig hier, wa? Mensch, Mensch, Mensch. Packen wir uns mal dazu. Tolle Party, hä? Ja. Kommen Sie oft her? Schön. Wollt auch keine Freunde finden. So, was liegt denn hier alles so schön drum? Auf jeden Fall irgendwie ein Geldschein zusammengerollt. Hi, ich suche Gordy. Haben Sie ihn gesehen? Schon vor einer Weile. Sie werden ihn kaum treffen. Er ist sehr selten bei seinen Gästen. Wirklich? Warum schmeißt er dann eine Party? Fragen Sie ihn doch. Na, ich denke mal, weil er kann, wa? Und das nötige Kleingeld hat. Ja, dann wird er wahrscheinlich oben sein, war hier bei den Kollegen. Hey, ich möchte zu Gordy. Gordy ist gerade beschäftigt. Hau ab! Wie jetzt? Hey, sag einfach, dass Scott Shelby ihn sprechen will. Okay? Du fängst an, mich zu nerven, Mann. Verpiss dich, oder ich werd sauer. Ho, 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 ho. Wenn ich zu Gordy Kramer will, muss ich es anders anstellen. Dann werd ich sauer. Aha. Tja, wie stellen wir das denn an, vor Schreck? Wo ist denn eigentlich unsere Uschi hin? Siehst du den Kerl da? Weißt du, was er mir nicht gesagt hat? Was sagt er? Der Wichser! Jawohl! Den hol ich mir! Mach platt! Du blöder Wichser! So, du beleidigst meine Mutter, du Gorilla im billigen Anzug? Du denkst, oh, du hältst dich für was Großes! Der Weg ist frei! Besser als du. Ach, du bist dein. Hey, Affe, ich rede mit dir, du großer Affe. Was sagst du über meine Mutter, du? Na, willst du dich vielleicht mit mir anlegen, Freundchen? Schön. Weißt du, wer ich bin? So, jetzt muss man aber bloß noch die Tür finden, war die richtige. Ah ja. Holla, was geht denn hier ab? Ja, Mensch. Er glotzt Fernsehen und die Mädels machen, ja. Machen Party. So. Ich darf doch mal. Jetzt kommt das Beste. Oh Mann. Ich heiße Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich ermittle im Fall des Origami-Killers. Ich hätte da ein paar Fragen. Ha ha ha!
Sagen Sie mir genau, was mit Joseph Brown passierte. Raus! Verstanden? Los, verpisst euch! Die Mädels hätten ruhig bleiben können, also. Was wollen Sie? Ein Zeuge sah Joseph Brown, als er in ihre Limousine stieg. Er wurde dort das letzte Mal gesehen. Sie wurden verhaftet und verhört. Ihr Vater schaltete sich ein und der Fall wurde zu den Akten gelegt. Erzählen Sie Ihre Version, bitte. Er war allein. Ich bot ihm an, ihn heimzufahren. Die Polizei kam, ich erklärte das Missverständnis und konnte gehen. Das war alles. Nichts Anstößiges, oder? Ich weiß nicht. Ihre Geschichte zieht einfach nicht. Sie reden einen Haufen Schwachsinn. Sagen Sie mir einfach die Wahrheit. Na gut. Ich bin der Origami-Killer. Mhm. Ich hole mir die Opfer ins Auto, ertränke sie in Regenwasser. Ich lege sie irgendwo ab, eine Origami-Figur in der Hand und eine Orchidee auf der Brust. Ich tue das aus Langeweile, Mr. Shelby. Es ist ein unterhaltsamer Zeitvertreib. Nichts weiter. Ist Ihnen das so recht? Oder wollen Sie mehr? Ende der Befragung. Weg mit dem Clown! Ui, ui! Jawoll! Scheiße, falsche Taste. Das war die richtige. Noch einmal. Yeah. Oh oh. Danke fürs Kommen, Mr. Shelby. War mir ein Vergnügen. Schafft ihn weg. Naja. Der wird's wohl nicht sein. So, da sind wir mit unserer Hauptfigur mal wieder da. Wir sind jetzt hier bei diesem komischen Elektrizitätswerk, wo wir hin sollen. Und ich denke mal, da wartet unsere nächste Prüfung, die wir hier von dem Killer gestellt bekommen haben. Bin ich auch sehr gespannt, was da jetzt kommt. So, da müssen wir irgendwie rein, wa? Na, das sieht nicht so aus, als wenn das funktionieren würde. Gut, also Alternativweg.
Was haben wir denn da? Ein Schmetterling? So, L1 noch dazu. Was darf ich jetzt drücken? Okay, das kriegen wir noch hin. Na, vorsichtig. So, drinnen sind wir. Wo müssen wir hin? Nee. Also hier definitiv nicht. Schlüssel haben wir keinen, also müssen wir hier weiter. Irgendwie. Überall diese Schmetterlinge hier ist aber auch sehr verdächtig. So, was ist hier? Hier ist alles Hochspannung, würde ich sagen. Halt! Achso. R1. Okay, also da ist ein Loch, da kommen wir durch. Aber hier jetzt nicht weiter, irgendwie. Oder? Nee. Halt. Gleiches Spiel nochmal. Und R2. Ach, scheiße. Also, Dings und R1. Und dann R2. Aue. So, nu? Frage ist halt, wo wir hier überhaupt hin müssen. Geh einfach mal hier drin. Ja. Ist ja nicht sehr spannend hier. Aha. Also hier ist irgendwie ja nicht los. Ne. Der da irgend so eine Tür auf, ey. Ich möchte da aber ungern drin. Sieht aus wie so ein riesiger Ofen. Ah. Das sieht aber sehr inszeniert aus, wa? Wenn man so sagen darf. Erstmal einen vorsichtigen Blick riskieren. Aber ich denke mal, wir müssen da. Nein. Oh oh. Und L1.